Frau Ecker, wie sehr hat Sie jetzt dieses Ergebnis heute überrascht? Es tut weh, ganz ehrlich gesagt. Wir werden uns das noch durch den Kopf gehen lassen. Die Stadt Salzburg ist noch nicht ganz ausgezählt, also es ist noch nicht ganz fix. Natürlich tut es weh, wir haben unsere Inhalte nicht so transportieren können, wie wir das gerne gemacht hätten, aber wir werden alles daran setzen, um in der nächsten Zeit dieses aufzuholen und mit unserer Spitzenkandidatin hier weiterarbeiten. Liegt es an den Themen, die Sie nicht rübergebracht haben, oder liegt es auch an den handelnden Personen? Ich denke, es ist immer noch diese Ausländerthematik, die hier reinspielt, die alles überschattet. Die wichtigen Themen wie Klimaschutz, wie Pflege, wie leistbares Leben überschatten, und wir werden daran arbeiten, um unsere Themen in den Vordergrund zu stellen. Ist Pamela Rendi-Wagner die richtige Frau an der Spitze der Bundes-SPÖ? Absolut die richtige, eine gescheite, super kollegiale Vorsitzende. Also ich kann nur in höchsten Tönen von ihr sprechen. Muss die SPÖ an ihren Themen arbeiten oder an der Kommunikation? Ich denke schon an der Kommunikation, auf alle Fälle. Was kann man da besser machen? Das werden wir jetzt überlegen, was wir hier besser machen können, aus Fehlern zu lernen, um unsere Werte, unsere Inhalte für die Menschen bestmöglichst rüberzubringen.